Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Thema gemeinsamer Betrieb von Lüftung und Feuerstätten. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, Sie können es später bei YouTube auch nochmal nachvollziehen. Mein Name ist Oliver Hanappel. Ich bin seit 2012 bei der Firma Schiedel beschäftigt, in verschiedenen Funktionen derzeit technischer Kundendienst. Im Hintergrund ist mein Kollege Arndt Meyer, der den Chat bearbeitet, denn alle Ihre Mikrofone und auch die Kameras sind aus- bzw. stumm geschaltet. Sie haben also die Möglichkeit, Fragen nur über den Chat zu stellen und mein Kollege wird diese bearbeiten oder gegebenenfalls an mich weiterreichen. Legen wir los. Wer unsere Webinare kennt, weiß, dass wir am Anfang immer erst was zum Thema Schiedel sagen. Ich werde diesen Part relativ kurz halten, denn wir haben nachher ein vollbepacktes Programm. Und zwar, wenn es um das Thema Grundlagen und geltende Vorschriften geht, wo wir über Gesetze und Normen sprechen, wo ich Ausflüge zu Begriffsdefinitionen und in die Physik mache. Anschließend gibt es dann die Zusammenfassung in Form der Bedeutung für die praktische Ausführung, Empfehlungen für Neubau und Bestand und natürlich als letzten Part die Lösungen von Schiedel, die wir anbieten, um den gemeinsamen Betrieb von Lüftung und Feuerstätten möglich zu machen. Vorstellung Schiedel. Uns gibt es seit über 75 Jahren. Wir sind in 25 Ländern in Europa aktiv mit 20 Produktionsstandorten, haben 1400 Mitarbeiter, 4 Produktionslinien oder Business Lines, auf die wir später noch ein bisschen schauen, und wurden 1946 von Senator Friedrich Schiedel gegründet in der Nähe von Ulm in Erbach. Heute gehören wir zu Standard Industries, sind ein eigenständiges Unternehmen unter diesen Industriemarken. Früher gehörten wir zu diesem hellblauen Kästchen, Bras Monnier Ecopal. Jetzt sind wir eigenständig. Es gibt diverse Beteiligungsgesellschaften, auf die ich nicht weiter eingehen werde, aber gut ist, dass es ein inhabergeführtes Unternehmen ist, was in diesen Zeiten sicherlich von Vorteil ist für uns. Zum 70-jährigen Bestehen von Schiedel haben wir mal diese schöne Agenda gemacht. Da kann man schön sehen, wie der Werdegang von Schiedel ist. Wir haben Unternehmen dazugekauft im Laufe der Jahrzehnte. Wir wurden gekauft. Und wie gesagt, seit 2018 sind wir eigenständiges Unternehmen innerhalb dieser Standard Industries Gruppe. Unsere Geschäftsfelder sehen natürlich die Schornsteinsysteme. Da sind wir sicherlich als Marktführer zu begreifen. Immer größeren Anteil haben auch die Stahlschornsteinsysteme. Zum einen Industriebereich, wie hier zu sehen, aber auch im Einfamilienhausbau nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus haben wir unsere Ofensysteme Kingfire und unsere Lüftungssysteme, wobei diese sich in Deutschland auf das Verteilsystem beschränken. In Österreich ebenfalls, in weiteren europäischen Ländern bieten wir auch noch Komplettsysteme inklusive Lüftungsanlagen an. Los geht's. Wir steigen gleich ein in die Grundlagen, nämlich in die Landesbauordnung, hier vertreten durch die Musterbauordnung. In § 41 ist zu lesen, Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein und sie dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen. An dieser Stelle möchte ich gleich einen Exkurs machen zu dem Thema Lüftungsanlagen und Feuerungsanlagen, um klarzustellen, mit was wir uns hier in diesem Webinar beschäftigen. Lüftungsanlagen werden je nachdem, in welchem Text man nachliest, auch als Lüftung, luftabsaugende Einrichtung oder raumluftabsaugende Anlage bezeichnet. Nur mit diesen setzen wir uns heute auseinander. Das heißt, das sind Einrichtungen, die aus dem Aufstellraum der Feuerstätte Luft absaugen oder absaugen können. Dabei handelt es sich ausschließlich um mechanische oder ventilatorbetriebene Einrichtungen, in unserem Fall heute im Webinar. Aber theoretisch hätten wir ähnliche Probleme in Verbindung mit Öfen auch bei Schachtlüftungen und Ähnlichem zu erwarten. Eine solche luftabsaugende Einrichtung könnte zum Beispiel sein eine zentrale Abluftanlage.
Das heißt, es wird aus den Abflussräumen, Bad, Küche etc. Luft abgesaugt, über einen Ventilator nach draußen geblasen und Außenluft strömt über Zuluftgitter in den Außenwänden an anderer Stelle nach, zum Beispiel im Wohn- und Schlafraum. Auch um eine solche Lüftungsanlage handelt es sich bei einer kontrollierten Wohnungslüftung mit der zusätzlichen Zuluft, die von außen angesaugt und über einen Ventilator ins Haus gebracht wird. Als raumluftabsaugende Anlage ist auch eine zentrale Staubsaugeranlage zu betrachten oder eine Dunstabzugshaube oder ein Abluftwäschetrockner. Immer dann, wenn wir eben Luft aus dem Verbrennungsluftverbund der Feuerstätte des Ofens absaugen. Nicht betrachtet wird an dieser Stelle eine Umluftanlage, so zum Beispiel eine Umluftdunsthaube oder ein Kondenswäschetrockner. Ebenso gibt es auch keine Schwierigkeiten in Verbindung mit Öfen bei reinen luftzuführenden Anlagen, die im Einfamilienhaus aber zum Beispiel kaum eine Rolle spielen. Gehen wir nun zu den Feuerungsanlagen, die hier beschrieben werden. Und zwar sind Feuerungsanlagen baurechtlich sämtliche Feuerstätten, unabhängig von der Bauart oder vom Brennstoff. Das heißt, die Zentralheizung im Kellergeschoss ist genauso eine Feuerstätte wie die Einzelfeuerstätte, der Ofen im Wohnzimmer meinetwegen. Natürlich behandeln wir hier in diesem Webinar mehr diese Einzelraumfeuerstätte, die in Kombination mit einer Lüftungsanlage betrieben wird, weil die zentrale Heizung meist ohnehin raumluftunabhängig funktioniert und zum Beispiel eine Geräte-C-Typ-Zulassung hat. Insbesondere die Holzbrennstofffeuerstätten, die schauen wir uns genauer an. Und auch nur für solche Feststofffeuerstätten gibt es die Zulassung für Sicherheitseinrichtungen, die wir am Ende des Webinars noch besprechen werden. So viel zur Musterbauordnung oder den jeweiligen Landesbauordnungen. Springen wir nur zur Feuerungsverordnung. Dort ist zu lesen, dass die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feuerstätten durch den Betrieb von raumluftabsaugenden Anlagen nicht beeinträchtigt werden darf. Hier möchte ich einen Exkurs machen zum Thema raumluftabhängig. Und zwar ist raumluftabhängig eine Feuerstätte, die dir zur Verbrennung nötige Luft aus dem Aufstellraum oder von einer anderen Stelle ansaugt, zum Beispiel aus dem Freien. Hier in den beiden Bildern sehen wir eine Feuerstätte, die direkt aus dem Raum ansaugt, im linken Bild. Im rechten Bild sehen wir eine Feuerstätte, die einen Verbrennungsluftanschluss hat und von draußen die Luft zugeführt bekommt. Dennoch kann diese Feuerstätte raumluftabhängig sein. Wenn diese Verbindung nach draußen nicht auf Dichtheit geprüft ist und zum Beispiel so ein Spiralschlauch eingesetzt wird, habe ich keinen Garant für eine Dichtheit der Feuerstätte. Dementgegen stehen raumluftabhängige Feuerstätten mit DEBT-Zulassung. Diese Feuerstätten ziehen ihren Sauerstoff definitiv aus dem Freien und sie sind auf Dichtheit geprüft. Das heißt, es kann bei gewissen Unterdrücken kein in Gefahr drohender auftretendes Abgas den Raum kontaminieren. Man kann sagen, eine Feuerstätte ohne DEBC-Zulassung ist in der Regel raumluftabhängig. Es gibt auch davon abweichende Zulassungen, die die Dichtigkeit bestätigen, wie zum Beispiel die ETA-Richtlinie, nach der unsere Schiedel Kingfire zertifiziert sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, beim Hersteller der Feuerstätte nachzufragen, ob ein Dichtigkeitsnachweis erbracht wurde, in welcher Form auch immer. Ein reiner Verbrennungsluftanschluss an einer Feuerstätte sagt noch nichts darüber aus, ob die Feuerstätte als raumluftunabhängig gilt oder nicht. Weiter ist in der Feuerungsverordnung zu lesen, dass die Nichtbeeinträchtigung als erfüllt gilt, wenn unter anderem Punkt 4 anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während des Betriebes der Feuerstätte kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann. Bevor wir zum Thema gefährlicher Unterdruck kommen, möchte ich gerne einen Exkurs zum Thema Druck machen, nämlich zum Thema Luftdruck in der Form des absoluten Luftdrucks, den wir alle aus dem Wetterbericht kennen.
Wir haben draußen einen Normluftdruck bei Normbedingungen von 1013 Millibar oder 1013 Hektopascal, also gut ein Bar. Hat jeder schon mal sicherlich gehört, aber wirklich greifbar ist es für die meisten nicht. Diese Einheit Pascal ist ein Newton pro Quadratmeter, also Kraft pro Fläche. Wenn ich es über die Erdbeschleunigung umrechne, beträgt die Gewichtskraft von einem Pascal 102 Gramm pro Quadratmeter. Also die Kraft, die von der Tafel Schokolade ausgeht, die auf einen Quadratmeter zum Beispiel Bodenfläche wirkt. Auch das finde ich nicht sehr greifbar. Deshalb habe ich eine Tafel Schokolade gekauft, die jeder sicherlich schon mal in Händen gehalten hat. Diese Tafel Schokolade ist in 24 Teile unterteilt. Wenn ich eines dieser Teile in drei Stücke schneide und nehme mir so ein knappes Drittel von diesem einen Stück und lege das auf meine Handinnenfläche, dann ist die Gewichtskraft von diesem kleinen Stück Schokolade auf meiner Handfläche mit einem Pascal beschreibbar. Genau genommen hätte ich dieses Stück Schokolade auch noch schmelzen und auf die Handfläche streichen müssen. Das habe ich mir gespart. Mir ging es darum zu zeigen, wie wenig Gewichtskraft, wie wenig Dichte von so einem Pascal ausgeht. Nichtsdestotrotz werden wir gleich feststellen, dass nur wenige Pascal ausreichen bei entsprechend großer Wirkfläche, um massive Effekte hervorzurufen. Sprechen wir jetzt über den Differenzdruck oder den Über- oder Unterdruck, der eben angesprochen wurde. Denn im technischen Bereich sprechen wir meistens von Differenzdrücken, nicht von absoluten Drücken. Zum Beispiel, dass der Schornsteinzug 26 Pascal beträgt, ist immer ein Differenzdruck. Wenn ich also ein Gebäude habe und draußen hätten wir diesen Normdruck von 101.300 Pascal, also 1013 Millibar, und drinnen habe ich einen davon abweichenden Druck, der 5 Pascal niedriger ist, dann haben wir einen Differenzdruck zwischen diesen beiden Punkten von 5 Pascal. Also einen Unterdruck im Raum gegenüber dem Freien oder anders formuliert, einen Überdruck im Freien gegenüber dem Raum. Gleiches Gebäude, gleicher Druck im Gebäude. Die Feuerstätte, die hier nicht abgebildet ist, geht in Betrieb und es entwickelt sich ein Kaminzug, also ein Auftrieb im Schornstein. Und man misst an der Luft- oder an der Abgaseinführung einen davon abweichenden Differenzdruck von 101.273 Pascal in dem Fall hier. Dann hätten wir einen Differenzdruck von 22 Pascal, den ich beschreiben könnte als Unterdruck Abgaseinführung gegenüber dem Aufstellraum. Oder umgekehrt Überdruck Aufstellraum gegenüber der Abgaseinführung. Worauf es dabei ankommt, ist, um einen Differenzdruck einschätzen zu können, beurteilen zu können, ist immer ganz wichtig, welche beiden Einzeldrücke werden verglichen, an welchen Punkten wurde gemessen und in welche Richtung verläuft das Druckgefälle. Haben wir einen Überdruck oder einen Unterdruck? Also, die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feuerstätten darf durch den Betrieb von Lüftungsanlagen nicht beeinträchtigt werden und dieses erfüllt, wenn kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann. Schauen wir jetzt auf die Auslegung der Lüftungsanlage in DIN 1946 Teil 6. Dort ist von einem Auslegungsdifferenzdruck die Rede, nämlich einem geplanten Differenzdruck zwischen Lufteintritts- und Austrittsöffnung. Dazu gibt es eine Tabelle in der Norm. In der Tabelle sehen wir in der unteren Hälfte zwei ventilatorgestützte Abluftsysteme. Einmal ein Zu- und Abluftsystem, zum Beispiel mit Wärmetauscher, und ein reines Abluftsystem. Bei den Zu- und Abluftsystemen ist definiert, je nach Gebäudelage und Windgebiet, dass der Differenzdruck zwischen Luftzuführung und Luftabsaugung 2 oder 4 Pascal betragen darf. Bei Abluftsystemen ist das auf 8 Pascal hochgesetzt. Wichtig, es gibt dort einen Index F und da steht drin, dass der Differenzdruck nicht größer sein darf als 8 Pascal, um zum Beispiel das Wirken unzulässig großer Kräfte auf Türen zu vermeiden. Und in Kombination mit raumluftabhängigen Feuerstätten dürfen sogar nur 4 Pascal Differenzdruck nicht überschritten werden.
Das heißt, wir wissen, wir dürften maximal 8 Pascal Differenzdruck im Wohngebäude haben. Das heißt, zwischen Zuluftventil und Abluftventil, also Zuluftbereich, hier rot dargestellt, zum Beispiel das Wohnzimmer, und dem Abluftraum, Küche oder Bad, darf das Druckgefälle etwa 1 bis 2 Pascal betragen, wenn es sich um eine kontrollierte Wohnungslüftung mit Zu- und Abluftventilator handelt. Diese 1 bis 2 Pascal Druckgefälle brauchen wir, damit sich die Luft so bewegt, so die Räume durchströmt, dass wir den sicherheitsrelevanten Luftwechsel hinbekommen, den wir brauchen im neuen Bau. Stelle ich mir jetzt vor, ich hätte ein fensterloses WC, in dem eine Abluftanlage wirkt. Also zum Beispiel ein kleiner Rohrventilator, der die Luft stumpf nach draußen bläst. Und ich habe den dort angegebenen Druck absolut im WC. Die Tür dieses WCs geht nach außen in Richtung Flur auf. Durch den Ventilator wird ein Unterdruck erzeugt, der 8 Pascal beträgt. Dann wirken diese 8 Pascal auf die Tür. Wenn die Überströmquerschnitte, also zum Beispiel ein Gitter in der Tür, nicht ausreichend groß gewählt werden, können diese Unterdrücke auch größer werden und wirken dementsprechend stark auf die Türfläche. Das heißt, bei 2 Quadratmeter Tür wären es etwa 1,5 Kilogramm, die Tür in Anführungszeichen geschlossen halten. Und das ist ein gefährlicher Differenzdruck. Denn wenn ich mir vorstelle, ein kleines Kind sei in diesem fensterlosen WC und es kommt zum Brand, dann kann es die Tür nicht ohne Probleme öffnen. Das heißt, die Fluchtmöglichkeit wäre im Brandfall beeinträchtigt. Das ist der Grund, wieso wir an keiner Stelle im Gebäude einen größeren Differenzdruck als 8 Pascal erzeugen dürfen mit der Lüftungsanlage. Schauen wir weiter in die Norm. Dort steht noch zu lesen, dass der für den Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten erforderliche Verbrennungsluftbedarf in dieser Norm nicht behandelt wird. Mit anderen Worten heißt das, dem Lüftungsbauer ist an der Stelle bei seiner Planung egal, ob eine Feuerstätte zusätzlichen Verbrennungsluftbedarf hat. Das heißt, man müsste theoretisch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle schaffen, über die dieser Ofen einatmen kann. Aus diesem Grund empfiehlt sich, auf jeden Fall eine unabhängige Feuerstätte einzusetzen, die nicht auf die Zuführung von Sauerstoff durch die Lüftungsanlage oder andere Undichtigkeiten angewiesen ist, sondern einen definierten Zuluftstrom von außen erhält. Des Weiteren sind auch in der DIN 1946 die Verweise auf die Landesförderungsverordnungen zu lesen. Es wird zwischen einem wechselweisen und einem gemeinsamen Betrieb unterschieden. Beim wechselweisen Betrieb ist klar, dass entweder der Ofen oder die Lüftung laufen darf, niemals gleichzeitig. Und wir behandeln heute den nächsten Punkt, nämlich den gemeinsamen Betrieb von beiden. Hier steht, dass ein gemeinsamer Betrieb eine Sicherheitseinrichtung erfordert, die sicherstellt, dass die Lüftungsanlage nicht weiter betrieben wird, wenn während des Betriebes einer herkömmlichen raumabhängigen Feuerstätte ein gefährlicher Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte entstehen kann. Das heißt, wenn ein gefährlicher Unterdruck entsteht, muss die Lüftungsanlage abgeschaltet werden. Es geht darum, dass wir vermeiden, dass durch die Lüftungsanlage ein so großer Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte erzeugt wird, dass Abgase in den Aufstellraum austreten können. Symbolisch habe ich hier ein sehr dichtes Gebäude abgebildet. In diesem dichten Gebäude haben wir unseren Ofen angeschlossen an den Schornstein. Wir haben einen Druck im Aufstellraum, wir haben einen Druck in der Feuerstätte und wir haben einen Differenzdruck zwischen diesen beiden Messpunkten. Im besten Fall ist der Druck im Raum höher als in der Feuerstätte, hier schematisch als dieses Rechteck dargestellt. Das heißt, sämtliche Undichtigkeiten, die hier durch diesen blauen Pfeil dargestellt sind an der Feuerstätte, sind nicht sehr störend, weil die Abgase niemals in den Raum austreten könnten.
Das heißt, es besteht keine Gefahr. Nehmen wir an, der Druck in der Feuerstätte und außerhalb sei gleich groß. Dann bestünde theoretisch auch keine Gefahr. Wir haben aber eben gesehen, dass schon ein Pascal Differenzdruck ausreicht, um eine Luft- oder Abgasbewegung in Gang zu setzen. Und ein Pascal ist nicht sehr viel. Das heißt, schon kleinste Luftbewegungen im Gebäude, das Öffnen einer Tür oder eines Fensters, können dazu führen, dass wir Differenzdrücke aufbauen. Mit anderen Worten, es ist nicht sicherzustellen, dass dieser gleiche Druck innerhalb und außerhalb der Feuerstätte über einen längeren Zeitraum überhaupt herrschen. Und ganz klar ist der Fall, wenn der Druck in der Feuerstätte höher ist als außerhalb, dann besteht selbstverständlich eine Gefahr des Abgasaustritts, wenn der Ofen in Betrieb ist. Das Schutzziel muss also lauten, wir brauchen immer einen Unterdruck im Ofen gegenüber dem Aufstellraum, denn beides betrieben wird gleichzeitig. Sowohl die Lüftung als auch der Ofen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass zugelassene raumluftunabhängige Feuerstätten eine Dichtigkeit gewähren bis zu einem Differenzdruck von 8 Pascal. Das heißt, selbst wenn wir im Aufstellraum der Feuerstätten 8 Pascal weniger Luftdruck haben als in der Feuerstätte, wäre der Abgasaustritt noch so minimal, dass man von einem dichten Ofen sprechen könnte. Als nächstes steht in 1946 Teil 6, dass die Sicherheitseinrichtungen für den gemeinsamen Betrieb einen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis benötigen. Das heißt, man kann nicht einfach aus dem Baumarkt irgendeinen Schalter einbauen, um zum Beispiel sicherzustellen, dass ein Fenster gekippt sein muss, wenn der Ofen in Betrieb geht. Es muss eine Zulassung haben und es muss geprüft sein, dass diese Sicherheitseinrichtung sicher funktioniert. Und des Weiteren ist zu lesen, dass die Sicherheitseinrichtung im Störfall auf die Lüftungsanlage wirken muss. Es ist also die Reihenfolge klar gesetzt. Es geht nicht darum, den Ofen schnell abzuschalten, was bei einem Holzofen auch schwerlich möglich ist, sondern es geht darum, wenn ein gefährlicher Unterdruck auftritt und der Ofen ist im Betrieb, die Lüftungsanlage auszuschalten. Die Sicherheitseinrichtung soll die Lüftungsanlage ausschalten. Und das, was wir im Folgenden sehen, bezieht sich auf die Sicherheitseinrichtung für eine kontrollierte Wohnungslüftung, welcher Form auch immer. Hier haben wir jetzt auch eine Abluftanlage dargestellt, über die sogar auch die Küchen- oder die Kochrasen abgesaugt werden, was ja gelegentlich noch gebaut wird, aber nicht der Standard ist. Wenn ich eine separate Lüftungsanlage oder eine separate Dunstabzugshaube habe, ist die separat abzusichern, zum Beispiel ein Fensterkontaktschalter oder ähnliches. Wir sprechen jetzt hier nur über die Abschaltung der Wohnungslüftungsanlage. Sicherheitseinrichtungen für diesen Zweck funktionieren normalerweise so, dass die Abgastemperatur erfasst wird am Abgasrohr des Ofens. Der Druck im Ofen wird gemessen und an anderer Stelle der Druck im Aufstellraum, woraus sich dann ein Differenzdruck ablesbar macht. Über die Temperaturerfassung wird also permanent überwacht, ist der Ofen im Betrieb? Habe ich mit einer Abgasentwicklung überhaupt zu rechnen? Und wie sieht der Differenzdruck aus? Ist er in einem Gefahrenbereich oder nicht? Das heißt, es gibt diese gleichzeitig auftretenden Auslösebedingungen. Wenn der Ofen im Betrieb ist, zum Beispiel, wenn wir über 50 Grad haben und gleichzeitig ein gefährlicher Differenzdruck herrscht, zum Beispiel 0 Pascal, dann muss die Lüftungsanlage ausgeschaltet werden. Es gibt Sicherheitseinrichtungen, die andere Referenzpunkte verwenden oder die ohne Abgastemperaturfühler auskommen. Davon können wir nur abraten. Die Störanfälligkeit ist höher und die Messgenauigkeit ist nicht hinreichend. Es gilt eigentlich immer, zwischen der Feuerstätte und dem Aufstellraum die Drücke zu erfassen und auch die Abgastemperatur zu erfassen, um einschätzen zu können, ob eine Abschaltung der Lüftungsanlage überhaupt geboten ist. Schauen wir uns stark vereinfacht an,
wann ein Unterdruck überhaupt auftreten kann. Wir haben hier auf der linken Seite den Abluftbereich zusammengefasst als ein Zimmer. Wir haben in der Mitte einen Flur, Überstrombereich und rechts einen Zuluftbereich mit eingebauter Feuerstätte. Wenn ich eine solche Wohnung eine Abluftanlage einsetze, die nach folgendem Prinzip funktioniert, erzeuge ich einen Unterdruck im Abluftbereich, zum Beispiel in der Küche oder im Bad. Dieser Unterdruck wird auf dem Weg in Richtung Zuluftbereich abgebaut, herrscht aber genau genommen im Zuluftbereich immer noch gegenüber dem Freien. Ansonsten könnte keine Außenluft von draußen nachströmen. Die Feuerstätte hat über den Schornstein eine Verbindung ins Freie. Das heißt, wir haben zumindest bei kaltem Ofen einen Unterdruck im Aufstellraum gegenüber der Feuerstätte. Bei sämtlichen Abluftanlagen ist also unabhängig von der Bauart des Ofens eine Sicherheitseinrichtung zwingend erforderlich. Gleiches Schema, andere Lüftungstechnik. Jetzt haben wir eine Zu- und Abluftanlage. Das heißt, wir saugen von draußen Luft an, blasen sie im Zuluftbereich ein, saugen aus Bad und Küche ab und blasen die Abluft nach draußen. Der Differenzdruck dürfte bei diesen Anlagen zwischen 2 und 4 Pascal liegen. Der Überdruck im Zuluftbereich baut sich über die Überströmöffnung, den Überströmbereich, in Richtung des Absaugventils langsam ab. Wir haben also im Aufstellraum der Feuerstätte unter normalen Umständen immer einen Überdruck gegenüber dem Ofen. In solchen Fällen kann deshalb unter bestimmten Voraussetzungen auf eine Sicherheitseinrichtung verzichtet werden, wenn man einen zugelassenen raumluftunabhängigen Ofen einsetzt. Jede Menge Theorie, Bedeutung für die Praxis. Ich habe versucht, in der nächsten Folie alle Punkte zusammenzufassen, die wir eben erarbeitet haben. Wir wissen, die Anforderung an den gleichzeitigen Betrieb erfordert gegebenenfalls eine Sicherheitseinrichtung und das ist abhängig davon, was für eine Feuerstätte und was für eine Lüftungsanlage ich einbaue. Bei einer Abluftanlage, die mit einem raumluftabhängigen Ofen kombiniert wird, muss die Anlage auf 4 Pascal Differenzdruck ausgelegt sein. Und wir brauchen eine Sicherheitseinrichtung, die eben diesen Wert absichert. Haben wir das gleiche Gebäude mit der gleichen Lüftungsanlage, aber einen raumluftunabhängigen Ofen, dann darf die Anlagenauslegung auf 8 Pascal erfolgen. Wenn Sie eine entsprechende Sicherheitseinrichtung einsetzen, könnte die bei 4 oder eben bei 8 Pascal auslösen. Kombinieren wir eine Zu- und Abluftanlage mit einem raumluftabhängigen Ofen, muss die Anlagenauslegung 2 bis 4 Pascal betragen und ich brauche eine Sicherheitseinrichtung, die diese 4 Pascal eben absichert. Und last not least, bei Kombination einer Zu- und Abluftanlage und einem raumluftunabhängigen Ofen mit Zulassung ist unter bestimmten Voraussetzungen keine Sicherheitseinrichtung erforderlich. Diese bestimmten Voraussetzungen, die gelten natürlich nur, wenn der maximal zulässige Unterdruck von 8 Pascal, die generell immer gelten, niemals überschritten wird, zu keinem Zeitpunkt, auch nicht bei Fehlbedienung oder bei Fehlfunktion. Zudem muss die Anlage bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen, darf zum Beispiel keine Disbalance fahren, um in den Abtaumodus zu gehen, braucht also einen elektrischen Frostschutz. Es braucht konstant Volumenstromventilatoren und Ähnliches. Und, ganz wichtig, die baulichen Voraussetzungen müssen ebenfalls passen. Das heißt, die Anlage muss richtig eingemessen sein, die Überströmöffnungen müssen zur Planung passen und so weiter. All diese Dinge gilt es sicherzustellen, wenn es darum geht zu entscheiden, wir verzichten auf eine Sicherheitseinrichtung in der Kombination von Feuerstätte und Lüftungsanlage. In solchen Fällen ist jedoch dringend geboten, vorher mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister oder dem Schornsteinfegermeisterin abzustimmen, ob man wirklich darauf verzichten darf. Letztlich
muss von diesen Fachleuten sichergestellt werden, dass der Ofen sicher in Betrieb gehen kann. Das heißt, die Freigabe des Betriebes muss durch die Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin erfolgen. Deshalb gebietet es sich, vorher das mit dem Fachmann abzustimmen. Schauen wir zu den Empfehlungen für Neubau und Bestand. Und zwar ist es so, dass die Lüftungsanlagen meist budget- und bedarfsgebunden ausgewählt werden. Die Wirtschaftlichkeit und Funktionalität stehen im Vordergrund. Oftmals haben die Endkunden gar keine besonderen Wünsche oder Anforderungen und die Auswahl erfolgt durch den Planer. Ganz anders sieht das bei Feuerstätten aus. Das sind emotionale Anschaffungen. Die Optik entscheidet, die Funktionalität ist oft unbekannt. Mit dem eben erlangten Wissen sollten Sie auf jeden Fall darauf hinarbeiten, dass eine raumluftunabhängige Feuerstätte mit Zulassung betrieben wird im Neubau. Je dichter die Gebäudehülle ist, desto dringender ist das Pflicht bzw. zu empfehlen. Wenn die Verbrennungsluftversorgung für eine Feuerstätte nicht funktioniert, sind die Kunden unzufrieden mit dem Flammenbild, wir haben Feinstaubemissionen und Ähnliches. Zum Thema Verbrennungsluftversorgung gilt darauf hinzuweisen, dass die Ansaugstelle maßgeblich die Ofenfunktion beeinflussen kann. Wie hier im linken Bild zu sehen, wird diese Feuerstätte von außen mit Verbrennungsluft versorgt. Das Abgas wird über den Schornstein über Dach abgeführt. Je nach Windlast haben wir eine Lee- und eine Luftseite und es können sich Verwirbelungen bilden, die in dem Fall auf der linken, auf der Lee-Seite gegen den Kaminzug arbeiten. Das heißt, die Luftströmung, die normalerweise in Richtung des Ofens dargestellt in den kleinen blauen Pfeilen erfolgt, wird gebremst oder gegebenenfalls sogar umgekehrt. Je nachdem, wie ungünstig der Wind steht, könnte sogar das Abgas zurück in Richtung Feuerstätte getrieben werden. Besser ist es, wenn man den Ofen über den Schornstein mit Verbrennungsluft versorgt. Unabhängig von den Windbedingungen haben wir damit an der Luftansaug- und der Abgasausgabeseite immer die ungefähr gleichen Druckbedingungen. Das heißt, der Ofenbetrieb ist davon weniger stark beeinflusst. Wenn die Verbrennungsluftversorgung über den Schornstein erfolgt, unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Systemen. Hier ist dargestellt das konzentrische System. Das heißt, das Abgas geht durch die Innenseite des Rohres nach oben und ringsum wird die Zuluft entlang der Rohrsäule angesaugt über den sogenannten Ringspalt. Wenn das Abgasrohr nur sehr dünn oder unzureichend oder vielleicht sogar gar nicht gedämmt ist, wird die Verbrennungsluft dabei stark erwärmt. Das kann problematisch werden, weil diese Erwärmung der Abwärtsbewegung der Zuluft entgegenwirkt. Zudem muss der Ringspalt eine gewisse Fläche besitzen, denn das Verhältnis zwischen Zuluftfläche und Reibungsflächen ist relativ groß. Das heißt, durch die große Reibungsfläche wird die Verbrennungsluftversorgung unter Umständen stark beeinflusst. Alternativ dazu gibt es Schornsteinsysteme mit Luftschacht. Dieser daneben liegende Luftschacht hat den Vorteil, dass insbesondere dann, wenn er gedämmt ist, die Temperatur des Abgases nicht so stark annimmt. Wir haben geringe Reibungsflächen und damit eine bessere und zuverlässige Zuluftversorgung. Verbrennungsluftmangel, wie eben angesprochen, haben insbesondere in der Anheizphase das Problem, dass wir Feinstaub ausstoßen und das Flammenbild ist nicht so schön, wie sich das die Kunden vorstellen. An dieser Stelle daher nochmal der Hinweis, in dichten Gebäuden empfiehlt sich auf jeden Fall eine raumluftunabhängige Feuerstätte, damit das Flammenbild passt und auch die Effizienz von dem Abbrand besser funktioniert, besser ist.
Die Lösungen von Schiele sehen wie folgt aus. Wir haben Schornsteinsysteme mit Verbrennungsluftführung im konzentrischen Bereich, wie hier dargestellt, den SEK, in Montage- oder Paratbauweise. Montagebauweise heißt, es wird Stein für Stein vor Ort an der Baustelle zusammengesetzt. Paratbauweise bedeutet, Sie bekommen das geschosshohe Element zum Einheben mit dem Kran von Schiele geliefert. Die Zuluftversorgung geschieht über den Ringspalt. Das plastische Keramikrohr ist für trockenen Betrieb geeignet, also nicht für zum Beispiel Brennwertfeuerstätten, wo wir mit einer Kondensation zu rechnen haben, aber für eine Feststofffeuerstätte optimal. Das Rohr ist gedämmt. Wir haben den dort abgebildeten Fertigfuß mit Saturationsöffnung im Standard und wir haben kompakte Abmessungen. Wer es noch kompakter mag, der kann auf den SIK ausweichen, der zudem auch leichter zu verarbeiten ist, weil das Rohr keine 33 cm, sondern 1,33 m lang ist. Für die Montagebauweise vor Ort, also die bessere Wahl. Noch dazu haben wir ein isostatisches Keramikrohr, das sowohl feuchteunempfindlich als auch rußbrandbeständig ist und das für sämtliche Brennstoffe geeignet ist. Also die Korrosionsbeständigkeit gegenüber festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen ist gegeben. Anstelle 40 x 40 ist dieser auch nur 36 x 36 cm im Außenmaß. Und last not least, unser Schiedel Absolut, sowohl in Montage als auch in Paratbauweise mit nebenliegendem Thermoluftzug. Auch dort ist dieses W3G-Rohr eingebaut. Der Zuluftschacht ist leicht revisionierbar und mit den zugehörigen oder optional erhältlichen Blauer Door-Komponenten und Thermotrennstein und Fußplatte haben wir einen echten Energiesparschornstein. Das heißt, die Zuluft wird tatsächlich mehr oder weniger thermisch getrennt von der Abgasführung zugeführt. Rechts im Bild zu sehen ist auch der Design-Fertigfuß, der sich nahezu unsichtbar in ein Erdgeschoss integrieren lässt. Neben unseren Schornsteinsystemen haben wir natürlich auch unsere Kingfire-Systeme, unsere Ofensysteme im Programm. Hier dargestellt sind alle Baureihen bis auf die neueste, die in der nächsten Folie kommt. Diese reichen von einfachster Ausführung auf der linken Seite, dem Classic OS, über die lineare Variante mit gerader Scheibe aus Glas oder Stahlverkleidung, über den Rondo mit geschwungener Scheibe bis hin zum dreiseitigen Kamin Grande S. Außerdem haben wir auch einen Gasofen im Programm. Unser neuestes Produkt ist der Kingfire Kanto SC mit zweiseitiger Scheibe, nach oben schiebbarer Tür und null Abstand zu brennbaren Bauteilen an den beiden rückseitigen Wänden. Dieses Modell ist, wie viele andere Modelle auch von Schiedl, für die Nachrüstung einer Abbrandfeuerung vorgesehen. Außerdem erreichen mit den entsprechenden Filtermaßnahmen auch den blauen Engel. Unsere Kingfire-Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass die fix und fertig in den Betonkörper eingebaut in Neubauten eingehoben werden können. Das Betonmodul misst 55 x 60 cm. Unser Energiesparschornstein Absolut 18 TL wird oben aufgesetzt in vier verschiedenen Orientierungen, sodass es zum Grundriss passt. Der Heizeinsatz wäre bei Nassbaustellen auch nachträglich montierbar. Das heißt, wir liefern ein komplettes System aus Ofen und Schornstein. Dadurch, dass eben der Ofen nicht mehr vor dem Schornstein steht, haben wir auch in der Grundfläche eine deutliche Platzersparnis gegenüber einer Standardaufstellung. Sämtliche Schiedl Kingfire sind zugelassen nach DBT oder ETA für raumluftunabhängigen Betrieb. Die Kombination von unseren Öfen mit Anlagen zur Wohnraumlüftung sind daher problemlos möglich und alle Kingfire-Ofensysteme sind für den Anschluss von einer Sicherheitseinrichtung vorbereitet. Diese Sicherheitseinrichtung oder diese Vorbereitung sieht wie folgt aus.
Wir sehen hier oben auf einem Kingfire Grande SC im Vordergrund links die Zuluftverbrennungsluftversorgung und auf der hinteren Ebene sehen wir das Abgasrohr. In diesem Abgasrohr sind drei Stutzen vorgesehen mit Blindstopfen. Ich kann dort verschiedenste Sensoren anbauen, verschiedenster Hersteller. Optimiert haben wir das Ganze für die Einbindung eines Lederunterdruckcontrollers. Wir können an dieser Stelle über unser Einbauset jederzeit einen Differenzdruckwächter nachrüsten. Oder der Kunde kann auch eine bauseitige Sicherheitseinrichtung anbringen. Achten Sie bitte aufs linke Bild. Sie sehen jetzt noch diese drei Blindstopfen. Und so sieht es aus, wenn die Adaptierung von dem Differenzdruckwächter erfolgte. Wir haben vorne eine Messverschraubung zur Druckerfassung und den hinteren Blindstopfen haben wir ersetzt durch eine Temperatursensoreinführung. In der Mitte ist noch ein Platz frei. Dort könnte man zum Beispiel einen Temperatursensor zur Abbrandsteuerung nachrüsten. Des Weiteren haben wir im Programm ein präventives Vorrüstset. In Fällen, bei denen nicht bekannt ist, ob eine Sicherheitseinrichtung nachgerüstet werden muss oder nicht, weil zum Beispiel nicht klar ist, was für ein Ofen eingesetzt wird. Dort kann man dieses Rohbauset vorbereiten, hat damit alle Dosen und Leerrohre zur Verfügung, um später die komplette Technik für einen Lederunterdruckcontroller nachzurüsten. Und last not least, natürlich den Differenzdruckwächter selbst, den man bei Schiedl bekommen kann in Verbindung mit einem Kingfire oder einer Schornsteinanlage. Alles, was wir brauchen zur Sicherheitseinrichtung, ist Inhalt dieses Paketes. Je nach Ausbaustufe, ob es sich um die Trockenbau- oder die Nassbau-Variante handelt, sind die Temperatursensoren 5 oder 7 Meter lang. Es befindet sich ein Kunststoffleerrohr oder ein Kleinverteilerkasten dabei und auch der Druckmessschlauch hat verschiedene Längen. Hier im Bild zu sehen ist das Display im Betrieb des Ofens. Es findet eine permanente Überwachung der Temperatur statt. Ungefähr in der Mitte auf der rechten Seite zu sehen, die Abgastemperatur betrug zu diesem Zeitpunkt 107 Grad. Wir hatten also mit einer Rauchgasentwicklung zu rechnen. Der Differenzdruck wird angezeigt mit 10 Pascal. In dem Fall wird hier ein Überdruck im Raum gegenüber der Feuerstätte angezeigt. Es handelt sich also nicht um einen gefährlichen Differenzdruck. Aus diesem Grund kann die Lüftung aktiviert sein. Dort steht deshalb Lüftung aktiv. Fiele dieser Differenzdruck jetzt in einen kritischen Bereich, zum Beispiel auf 0 Pascal, dann würde von dem Differenzdruckwächter die Lüftungsanlage abgeschaltet, dort stünde dann Lüftungsstopp. Wer von Schiedl einen Schornstein oder einen Ofen in Kombination mit Differenzdruckwächter Lederlook erwirbt, erhält auf Wunsch die Inbetriebnahme durch ein qualifiziertes Fachunternehmen. Alle unsere Servicepartner und auch interne Mitarbeiter sind entsprechend geschult und dürfen diese Inbetriebnahme offiziell im Namen von Leder durchführen. Dabei erfolgt eine gewerkeübergreifende Funktionsprüfung, weil eben auch die Funktion der Abschaltung einer externen Lüftungsanlage sicher festgestellt wird. Der Kunde erhält eine Feuerstätteneinweisung und natürlich auch eine Einweisung in den Betrieb des Differenzdruckwächters. Es werden gemeinsam Störfälle durchgespielt und das Ganze auch dokumentiert und bebildert. Hier sehen wir das. Links ist die Lüftung noch im Betrieb. In der Mitte sehen wir das Display des Differenzdruckwächters, das festgestellt hat, wir haben eine Abgasentwicklung. Über die Temperatur 96 Grad ist davon auszugehen. Der Differenzdruck beträgt aber nur 0 Pascal. Das könnte zu einem Störfall führen. Deshalb wird die Lüftung ausgeschaltet. Wir sehen, das Display der Lüftung ist spannungsfrei. Hat der Kunde eine externe Feuerstätte, nicht aus dem Hause Schiedl, bekommt er das dokumentiert über das typische Lederprüfprotokoll. Handelt es sich um eine Kingfire-Feuerstätte, es ist ein zweiseitiges Dokument mit darüber hinausgehenden Angaben.
Diese Dokumente werden dem Schornsteinfeger zur Verfügung gestellt mit der Maßgabe, der Differenzdruckwächter leuchtet nicht nur und zeigt Werte an, sondern funktioniert auch, tut seinen Dienst, die Feuerstätte kann gefahrlos betrieben werden. Fazit. Der gemeinsame Betrieb von Lüftung und Feuerstätten ist bei der Auswahl der richtigen Produkte kein Problem. Und Schiedl hat die richtigen Produkte dazu. Gibt es Ihrerseits noch Fragen? Wenn Sie Fragen haben, einfach kurz in den Chat reinstellen. Nun, ich sehe keine Fragen. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche gutes Gelingen bei den nächsten Projekten und der Umsetzung des Themas gemeinsamer Betrieb von Lüftung und Feuerstätten. Vielen Dank.